Hey guys. You great? Like, well, thank you. Well, so much for having me. Das letzte Testspiel vor Saisonstart geht leider 1-2 verloren. Dennoch, wie hast du die Partie gesehen? Ja, es war erstmal Top-Bedingungen, starker Gegner. Also viel mehr kannst du vom letzten Testspiel, vom ersten Pflichtspiel gar nicht bekommen. Und das Schwierige, das wussten wir. Wir wollten natürlich auch gewinnen. Aber ich denke, jeder hat nochmal alles rausgehauen zum Ende der Vorbereitung. Jeder hat alles gegeben. Und im Vergleich von den ersten Testspielen, finde ich, sieht man ganz klar eine Entwicklung von der Mannschaft, und das ist das, was wir uns vorgenommen haben, und das ist wichtiger. I think we started very nervous on the game, like we had no patience on the ball and wanted always to counter and go forward fast. So I think in the first half, the main, we had two individual faults at the back. It's this week should not happen in the games, but I think the main thing was that we had no patience in the first half. The second half it was better, I think. We had more control of the game. They had some chances, Rangers, but they were not really, how must I say, they were not so dangerous like in the first half. And I think from our side, the second half was also more, we had more long shots, we tried more. There was more attack and more patience on the ball. Das ist schon angesprochen. Was sind denn die Dinge, die jetzt schon gut liefen oder schon gut laufen jetzt? Ja, es geht nicht, also keine Frage, es läuft nichts perfekt, es geht alles besser. Aber wenn man das erste oder das zweite Testspiel sieht, wie wir hinten rausgespielt haben, klar, wir haben auch eine bisschen zusammengewürfelte Viererkette oder generell neue Jungs in der Mannschaft, um das, was wir halt trainiert haben unter der Woche, Spielaufbau und gegen den Ball einfach einen Fortschritt sieht. Und das ist das Wichtigste, dass wir das mit in die neuen Spiele nehmen und uns da weiter Woche für Woche verbessern. I think playing out from the back was pretty, we did pretty well. And the defending was, I think, pretty good. Besides the two individual faults at the back, we had no problems at the back. No, the goals against. Zum Abschluss, was sind jetzt noch die Dinge, die bis Freitag noch vielleicht ein bisschen besser werden sollen und auch noch ein bisschen angepasst werden, bevor es dann richtig losgeht?
weniger Tore fangen und mehr schießen. Nee, also klar, wir wollen natürlich hinten noch sicherer stehen, noch besser stehen, damit wir einfach nicht so viel Gegentore bekommen, am besten keine. Aber trotzdem auch nach vorne Ausschlagkraft ausstrahlen und Gefährlichkeit und dann auch die Tore machen. I think transitioning from the midfield to the attacking part and creating more chances, being there for the crosses. So I think the attacking part of the field we can do better, less technical faults and stuff like this. There's questions for yourself. It was your first game, I think, since March. Mm-hmm. How do you feel today for your comeback back on the pitch? No, I'm very happy. I played my first 20 minutes since 11 weeks out. So for me, it's personally, it's a big accomplishment to be back on the field, and I'm looking forward to the game against Schalke. Thank you. Danke, Andrea.